Noch vier Leute. Ja, warte, mir werden noch ein paar Territorien entzogen, dann sind es weniger. Das ist ein einzelner Scheich. Okay, ich habe wieder einen Scheich entdeckt. Ja, ich wurde vom Lehnsherrn, ich bin sein Marschall. Und sein Rat. Macht nichts. Nee, kriegt. Ist es was Gutes oder? Es schadet dir nicht. Ich habe noch einen Scheich entdeckt, den wir wegbringen könnten. Okay, geh auf den Emir. Hast du ihn entdeckt? Wen? Ich war gerade irgendwo anders beschäftigt. Sorry. So ein Chat auch gar nicht das lesen kann, ist ja nervig. Emir erscheinen von Corsana. Ja, hab ich. Und dann Vasallen übertragen bei ihm von. Oh, wie heißt denn der? Bartagis. Bartagis. Nicht Bagdad. Nee, nicht Bagdad. Das andere muss die. Berlin. Der wird mir nicht angezeigt. Wird dir nicht angezeigt? Ich will jetzt. Und durchscrollen. Doch, da bei Dishi war es, oder? Es war Scheich Homos von Badigis. Schwanzus Longus, was? Come on. Scheich vom Pamagusta, oder was? Nee. Name. Okay, dann nehmen wir den anderen Scheich. Warte, vielleicht finde ich ihn irgendwie noch. Da müsste es aber nach meiner Schätzung gehen, den ich dir gleich geben würde. Den Hormus? Ich hab Hamad und Hanishu. Hussein Hormus habe ich nicht. Okay, dann gehen wir jetzt auf den. Gott, ich muss. Ich hast keine Homos. Kosarau. Auf den Scheich. Emir. Warum versetzt sich der Schütz an den Kursor von Kirasi? Emir von. Wie ist es denn Emir ist? Du müsstest du haben. Ah, nee. Hä? Okay, nein, das ist der Scheich, den hast du. Würde ich gerade sagen. Emir? Ach, mein Fehler. Nee, das bringt alles nichts. Der ist schon dem unterstellt. Gott, ich soll mir das nochmal lesen. Nee, ich finde ihn. Corsa von Kirasit habe ich. Ja, aber da habe ich was mich verschaut. Das, was ich versuchen wollte, das ist schon so gemacht. Also bringt das nichts. Okay.
Aber gut, doch, jetzt hätte ich doch das können wir machen. Wir müssen halt deine Vasallen unbedingt reduzieren, das ist sehr wichtig. Oh Mann, jetzt habe ich die Probleme. Kann ich das Limit irgendwie erhöhen? Nur wenn wir mehr dezentralisieren. Ich könnte mehr dezentralisieren. Nee, mehr dezentralisieren heißt mehr zentralisieren. Nee, andersrum, falsch rum. ich kann Zentralisierung auf Mittel machen. Würde ich nur Notfall verwenden, falls uns keine andere Wahl bleibt. Ich sehe jedenfalls Möglichkeiten, wie wir das. Aber da verändert sich ja mein Vasallenlimit nicht. Doch, das verändert sich dann. Nein, da steht nur die Domänengröße plus 2. Vasallenlimit ja, nicht. Erst bei niedrig wirst du größer. Vasallenlimit geht dann hoch. Sicher? Ja, das weiß ich sicher. Such nach aber den hier mal kurz. Ich habe einen Korsan. Kabin. Okay, und dann nimm dir den Scheich Kamalan Kamal von Zatetan. Kabin. Vasall übertragen. Ja. Nur 3. Es sind nur noch 3 über den Limit. Vielleicht mache ich nächstes Mal was Einfaches wie Quantenmechanik oder sowas. Ich spiele das nächste Mal was Einfacheres als das. Zum Beispiel Quantenmechanik oder so. Quantenmechanik? Ja. Das ist weniger kompliziert ist das hier. Okay. Oh, wo haben wir denn noch? Lücken. Große Lückenfrage. Entlassen wir alle in die Unabhängigkeit. Und schau mal, was Marco nächste Woche macht. Einfach mal kurz. Nächstes Mal. Der ist auch drin. Alter, Battle Royale Persien. Battle Royale Persien. Was will denn mit der Tochter? Die kann nicht meine Herrscherin werden. Gehört ihm. Ah. Ich hab doch noch. Ich finde immer wieder Stücken. Mann, und man hatte eine bessere Übersicht hat, gell? Emir Avadima Basara. Warte, ich muss gerade ein paar viele Events. Wer kommt denn da? Der Emir Corso? Ein Vasall? Was? Der will ein Scheich werden. Mein Emir. Der will den Titel Scheichtum von Sus haben. Ablehnen. Okay. Und dann. Die ist auch schwanger. Okay. Okay, hast du schon den Emir entdeckt? Oh Gott, du hast mir Emir geschrieben. Die Nachrichten sind immer so klein. Das ist der Richtige. Ich muss kurz selber schauen. Nee, ich brauch den da. Basra. Ach, der gehört auch dem Emir, oder ist da nichts? Ist da gar keine Möglichkeit? Nee, ich hab Basra, habe ich gefunden, habe ich. Ja, aber ich habe gesehen, der Scheich ist auch schon unterstellt, Alter. Ja, welche Scheich denn? Ich dachte, da wäre ein Scheich frei, den du tragen kannst, geht aber nicht. Meinst du den von Famagusta? Gut. Oder was? Hallo.
Hallo, weil ich habe mich halt frei nicht übergeben können, das wäre halt der von Famagusta. Famagusta. Ja. Irenaios, Scheich von Famagusta. Okay, dann mach's mal. Jetzt nur noch zwei. Puh. Wird noch spannend. Geh mal auf den Emir von Kalisia, den wir den wir am Anfang hatten. Gibt der irgendeinen Vorschlag ab, welchen Scheich dem du übertragen kannst? Emir von Kalisien. Ja. Das ist Kirasit? Also Kalisia, so. Das ist Emir. Bescheuert, warum geht das nicht? Cilicia, also mit C, ja. Schlägt dir irgendeinen Schei vor, den du übertragen darfst an ihn? Nein. Kein Scheiß. Wir sind nur Bürgermeister. Ja, das bringt dir nicht viel. Oder ganz doof gefragt. Geh mal auf deine Vasallenliste. Weißt du, wo sie ist? Ja, ich bin bei der Vasallenliste. Und schau mal, ob du irgendwelche Scheiß noch frei hast. Ich glaube, so wird bitte schneller. Nee, nach Emir kommt direkt Bürgermeister. Ich hab keinen Scheiß mehr. Kann ich nicht einfach einen schwachen Emir den Titel entziehen und dann annehmen? Nur die du gefangen hast. Aber ich habe einen Emir gefangen. Den von Khuzestan. Dann müsstest du halt den anderen Emir, dann müsstest du zwei Emir quasi zwei Herzogstitel geben. Ich glaube, uns bleibt keine andere Wahl, um das Reich zusammenzuhalten. Ich sehe keine andere Möglichkeit. Aber ein bisschen zwei entfernte. Also, ich kann jetzt von diesem eben von Khuzestan. Der ist hier eingekerkert und dann kann ich einfach seinen Titel entziehen. Richtig? Okay, wir müssen aber gut überlegen. Es macht wirklich Sinn, möglichst weit entfernte E-Mail-Tipps zu. Oh, ich weiß nicht, ob das aber in Marcos Sinn ist. Das ist gerade schwierig für mich abzuschätzen. Wobei, wenn wir in 6 Minuten Schluss machen in etwa, dann ist sowieso. Kann erst dann entscheiden für dich. Wenn du aber irgendeinen Verdacht hast, dass du krank wirst, müssen wir sofort stoppen, das Spiel, kurz. Weil eventuell müssen wir auf die Reserve zugreifen, dass wir dein Vasallenlimit durch die Gesetze erhöhen. Okay, ich muss kurz... Okay, nee, so unwichtige Pause. Meine Verwandte Kevak bittet mich, immer wieder zum Ruhm unserer Dynastie ihren Anspruch auf Mashallah durchzusetzen.
mit wem wäre ich denn im Krieg? Wali von Mashallah? Hört sich doch gut an. Ja, weiß nicht. Das könnte ich sich in einen Krieg bringen, den ich hier drin sein müsste. Problem ist, mit unten rechts ist nicht der Kriegsfortschritt angezeigt. Heißt das, ich bin nicht im Krieg, oder? Oh, du bist gebrechlich. Ich bin alt. Ändere deinen Fuki. Welchen Fuki, was, wo? Ändere deinen Fuki auf Familie. Wo, wie? Du klickst auf dein Porträt. Und wenn du dann unter deinem Alter siehst, hast du deinen Fokus. Was ist mein... Wurde mir denn jetzt der Krieg erklärt? Bin ich blind? Unter mein Alter? Ja. Puh. Ja? Geh auf Familie. Ich bin doch hier den Krieg erklären sollen. Komm ab. Das Spiel funktioniert nicht richtig. Na gut, das hat ein Domain-Limit draufgesetzt, aber es hört sich zumindest besser an. Na toll, jetzt ist das Zahlen-Limit auch noch runtergegangen. Ach, nein, hä? Achso, das ist der E-Mail-Wort. Ja, okay. Wird hier. Ich dachte, ich hätte gerade jemanden den Krieg erklärt, aber ich habe halt jetzt... Oh Mann. Ich habe 5 Töchter und einen Sohn. Ich habe ein Problem. Okay, ich gehe mal hoch, sagen, dass wir bald abspeichern sollten. Okay. Kalif Mirza. So, erklär mir den Krieg. Was soll denn das? Ach, ich bin schon wieder gestorben, wirklich. Also wird's auch noch lächerlich. Was zur Hölle? 19.000! Ja, geil. 20.000 fast. Ich bin gefickt. Wie soll ich denn 20.000? Ja, ich löse mich dann auf. Sehr gut. Das ist ein Werfungskrieg gegen dich, okay. Kalif Mirza, ja. Weiser Frieden, nein, kapitulieren. Okay. Kapitulieren wir halt. Ja, fast 35.000 Truppen. Ja, ich bin sicher, das werde ich gewinnen. Hallo, ich habe doch schon kapitulieren gemacht. Was habe ich jetzt verloren? Ah, jetzt habe ich wieder eine Linse. Was macht denn jetzt der Familienfokus? Erhöht deine Gesundheit und bringt dir 2 mehr Diplomatie. Ich habe gehofft, dass das auf deiner Seite ist. Was bitte gerade passiert? Ja, der Kalif Mirza hat mir den Krieg erklärt und da ich gegen über 30.000 Truppen keine Chance habe, habe ich kapituliert. Und warum bist du jetzt mein Vasall? Ich weiß es nicht. What the fuck? Was, wo, was, wie? Wieso ist das nicht sein Vasall? Das ist gerade etwas, das ich nicht verstehe. Mich hat dieser Mirza... Wo ist dieser Mirza-Typ denn jetzt? Den Kalif Mirza hat mir den Krieg erklärt. Ich habe gesehen dann, dass der irgendwie fast 35.000 Truppen hat, was ich nicht bekämpfen kann.
Ja. Also habe ich kapituliert. Das ist der, eigentlich der Schiite. Ja. Aber warum bist du denn jetzt bei mir? Moment, der hat Provinzen von mir übernommen, mehrere. Der hat zwei meiner Provinzen jetzt übernommen irgendwie. Nee, okay, eigentlich... das verstehe ich ja alles soweit noch, aber warum bist du mein Wasser? Ich weiß es nicht. Ich denke mal, ich kann dir aber getrost die Unabhängigkeit gewähren, oder? Du bist immer noch im Krieg gegen ihn eigentlich. Nein, nein, König Gabriel III. Ist mein Lehnsherr. Und das ist ein Vasall von warte, dir. Du bist ja gar nicht mehr Iberien. Was bist du jetzt eigentlich? Ich bin... ein Kind. Ich bin gerade ein Kind. Ach, du bist... Du bist... du regierst quasi das ganze Land, aber hast nicht den Königstitel. Aber wie kamst du jetzt an den Titel? Das würde ich gerade auch kennen. Und einige meiner Provinzen sind unabhängig geworden. Das Mel! Mel sag ich schon, Kilian! Das ist mein Verwandter! Der ist aus meiner Dynastie! Der Typ! Der da drin aha. sitzt. Gut. Was? Moment mal, mein alter Herrscher lebt noch. Ich bin mega verwirrt. Ja, Despot Eustratios. Also ich würde mal Folgendes vorschlagen, damit wir das gelöst kriegen und danach abspeichern können. Ich würde dich, also dich quasi, aber vor allem Thrakien in die Unabhängigkeit entlassen. Dann kannst du einen Bürgerkrieg machen um den Titel, weil du besitzt ja, geh mal auf Spielerkarte ganz unten rechts, also zweite Reihe ganz rechts unten. Dann siehst du ja, du besitzt fast alles in diesem Land. Ne? Das heißt, du kannst dann einen Bürgerkrieg machen um den Königstitel, das dürftest du gewinnen. Kannst du nicht einfach den Titel entziehen und das ihm geben? Ja, das würde mir aber, das ist nur ein Vielleicht, das könnte einen Bürgerkrieg auslösen und den will ich nicht riskieren. Das verstehe ich. Sonst hätte ich das sofort gemacht. Ja, also wie gesagt, ich würde den Thrakien jetzt die Unabhängigkeit gewähren. Du bist dann ein Vasalle von diesem König, kannst aber ja sofort einen Bürgerkrieg um ihn machen, das weißt du ja, ne? Weiß ich das? Ich hoffe es. Die anderen hier werden dir, denke ich mal, Beihilfe leisten. Das ist nicht sonderlich kompliziert. Auf jeden Fall. So, erstmal, boom, unabhängig. Ja, das hat in meinem Land nichts kaputt gemacht, sehr gut. Sieger klären. Ah, mein Rad stimmt nicht zu. Ah, okay. Ja, dann musst du ein bisschen abwarten, aber dann könnte er gleich abspeichern. Ja. Das hätten wir sowieso jetzt gemacht, aber das war natürlich jetzt nochmal wieder dieses wie letztes Mal, Kilian, weißt du, wo der Weltkrieg fast ausgebrochen wäre. Und jetzt haben wir sowas hier. Also immer zum Ende hin passiert irgendwas. Gut. Dann, ich habe abgespeichert und danke erstmal. Viel Spaß euch noch heute Abend und wir hören uns. Jo. Jo. Jo, ciao. Was auch immer hier passiert. So, da kann er auch den Safe durchgehen. Mich hin. Oh. Was passiert hier und warum? Soll ich dich anrufen oder machen wir das hier? Können wir hier. Nein, das können wir hier machen, sonst könnten es andere sein.